Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus dem Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und unser Büro ist voll und wir haben in der letzten Folge es endlich geschafft, dass Deal Streaming komplett uns gehört. Wir kriegen auch ordentlich Vorschusspunkte gerade dazu. Und wir quasi keinen fremden Investor mehr drin haben, der uns irgendwas oder so vorschreiben könnte, beziehungsweise uns mit mal bei der Renteneinzahlung Geld kostet. Das ist schon mal ganz okay. Also, denn jetzt können wir auch für die eigene Rente richtig was tun. Das war eines der Ziele, welches ich erreichen wollte. Und jetzt können wir natürlich hier bei der Webseite auch, sagen wir mal, noch ein bisschen in den Features, beziehungsweise in der, 70% bloß, habe ich schon erweitert. Ach, 65, 55 Offline-Inhalte. Gucken wir mal. Kann man 10? Ja, kann ich verbessern. Gut, jetzt ist das auch auf 65. Und dann gucken wir mal bei den Features, was können wir noch hinzufügen? Was haben wir denn schon? Wir könnten die Teilenfunktion hinzufügen. Wir könnten ein Bezahlsystem, ein Chatsystem könnten wir noch hinzufügen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da weiß ich gar nicht, ob ich die Teile alle schon im Dings habe. Das ist ein Streaming-Dienst, da ist ein Chatsystem ganz wichtig, glaube ich. Und dann gucken wir mal, was uns hier die Verbesserung kostet und wie weit wir hier kommen. Stufe 10 aufwerten, okay. So, okay, dann das brauchen wir noch nicht bewerben. Was haben wir insgesamt überhaupt? 100, 100, 100, 8 durch die Textanzeigen, sind wir bei 80%. Da müssen wir natürlich, die Textanzeigen fliegen natürlich demnächst raus hier, ne? Das habe ich ja denn, ist das nicht die Textanzeige für Steel Games? Ne, oder Steel Streaming ist hier die Textanzeige, ne? Die fliegt raus, also da wird jetzt nicht automatisch erneuert und deswegen wird diese Webseite, beziehungsweise dann die, die Werbung dort runterfliegen, was dann vielleicht eventuell noch ein bisschen Wachstum bringen könnte. So, dann gucken wir hier beim Marketing mal. Dann können wir hier das Marketing wieder starten, Textanzeigen. Ich könnte auch eine Bannerwerbung, glaube ich, machen. Für das Livestreaming machen wir nochmal eine Bannerwerbung-Kampagne erstellen und geben dort auch nochmal 3000 aus. 3000. So, zurück. Und dann haben wir hier ordentliches Wachstum auch auf der Webseite. Und dann kommt die nämlich auch richtig aus dem Knick und dann können wir nämlich auch hier bei den Verträgen, Moment, hier bei den Verträgen durchaus, also ja, die maximale Anzahl der Leads ist erreicht, aber dann können wir hier auch demnächst 8 Millionen Aufträge durchaus besorgen und dann sollte das auch vom Finanziellen her sich relativ schnell sozusagen hier mehr als 9 CPM kriegen wir auf jeden Fall dann raus irgendwann und die 8 Millionen, die werden wir sicher dann betreuen können, was uns aber dann natürlich wieder dementsprechend mehr Serverlast kostet. Und bei der Serverlast, da müssen wir jetzt mal gucken, hier, wie das hier überhaupt aussieht. Moment, jetzt müssen wir mal ins Inventar gucken. Mitarbeitertypen, Systemadministratoren, was haben wir denn hier? Cluster haben wir 12, da haben wir 12, da haben wir 13, also das läuft. Firewall haben wir auch 142, das heißt, wir könnten neue Server sozusagen wieder einrichten. So, da hat sich wer krank gemeldet. Investorangebot, die Teile, da warten wir noch drauf, dass wir die kriegen. Hier sind wir bei 82, 80, 73%. Das ist auch ganz gut. Dann gucken wir hier mal bei der Webseite, beim Features. Wie sieht es denn aus mit dem Chat-System? Können wir denn da nochmal 10 Punkte hinzufügen? Nee, 5 Punkte, 5 geht. So, dann sind wir hier bei 23%. Wenn wir hier über 50% sind, dann werden wir das auch freischalten, das System. Und dort dann hingeben. So, bei Steel Chip haben wir momentan welche Features? Da haben wir Bilder hochladen, Profilseite 70,55. Oh, hier müssen wir natürlich noch ein bisschen nachziehen. Der ganz komische Zahlen hier alles. Okay, da müssen wir wirklich noch nachziehen. Da muss ich hier mal ganz kurz gucken. Kann ich denn hier auch? Naja, da kann ich nochmal 5 hinzuziehen. So, das denn hier dann auch schon mal wieder auf 86%, da sind wir auf 78%, hat schon mal 2% gebracht. Okay, also das ist, da müssen wir wirklich mal nachgehen. Startseite können wir natürlich, die Verbesserung können wir auf jeden Fall machen. Bis auf Stufe 70 oder wo muss ich hin? Ja, bis auf Stufe 70. Das haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Okay. Und Videofunktionalität, kann ich die auch auf Stufe 70 schon ziehen? Jo, haben wir auch hingekriegt, ist die auch bei 100%. Gut, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal wieder für mehr Zufriedenheit gesorgt. Gut, sind wir bei 95% Kommentarfunktion. Ist bei 90% und Profilseite müssen wir dann auch noch hochziehen. Aber sind wir über 80% Zustimmung schon wieder. Bringt mehr Wachstum. Und Wachstum ist das, was wir brauchen. Nur brauchen wir denn hier auch wesentlich mehr Server dann. So, 50% der Serverlast geht hier alleine auf diese Webseite. Und da müssen wir unbedingt was dran tun, weil also wir müssen da auch das Downheisen wieder, dieses Downgraden der CU-Nutzung unbedingt in den Griff kriegen. Aber
Wie gesagt, unser Administratorenteam arbeitet fleißig daran. Wir müssen natürlich unsere Teams noch ein bisschen erweitern, früher oder später. Da, das bleibt auch nicht aus. Mhm. Merkwürdig, was heute schon wieder los ist. Mein Handy ist übrigens die ganze Zeit, ich weiß gar nicht warum. So, was habe ich denn hier noch am Platz? Da habe ich keine mehr. So, ja, keine Ahnung, was heute schon wieder los ist. Videoplattform, soziales Netz, Streamingdienste. Wo sind wir denn da mit unserer Webseite? Sind wir Platz 2 von unten? 3 Millionen, ja gut, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Und bei unserer Dating-Plattform, da sind wir auf Platz 8 insgesamt von 11 möglichen. Mit immerhin 4 Millionen Usern. Sehr schön. Die Seite ist schon wirklich riesengroß. Da müssen wir wirklich mal gucken hier. Steve Streaming macht hier die 8 Millionen. Okay, ja, ist noch nichts ganz so Dolles dabei. Also der 370er, den kann man natürlich nachverhandeln. Da werden wir auch auf 9 kommen. Das müssen wir dann auch machen jetzt erstmal. Und dann, achso, müssen wir mal gucken. So, dann gucken wir mal hier unten auf Steel Tube. Das geht. Und Steel Chip hat 11 Millionen, kann aber schon 13 Millionen. Gut, dann werden wir den 12 Millionen hier lassen. Das werden wir mal nicht automatisch verlängern. Den 12 Millionen lassen wir da oben erstmal und werden auf den Filter auf 13,5 oder sitzen wir auf 14 Millionen. Wo sind wir denn jetzt? 13,3. Setzen wir auf 13 Millionen. Huch. Nein. Hallo? Huch. 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So. Gut, auf 13 Millionen. Vielleicht finden wir noch einen guten 13-Millioner-Vertrag. Zeit zwischen die Staaten. So, da ist der Vertrag ausgelaufen. Und zwar war das dieser hier. Den müssen wir jetzt neu verhandeln. Den verhandeln wir dann für 5 Tage, würde ich sagen. Steam Streaming, Banner-Werbung. Ja, machen wir Pause hier, sonst ist das Klappern im Hintergrund so laut. Wir verhandeln das Ganze. Und ja, ich hätte gerne, also ich würde ja schon ganz gerne ein bisschen mehr kriegen wollen von euch. So, gucken wir mal. 8,60 Euro bei 51%. Nee, 6,80 Euro sind das. So, ich komme euch mal ein bisschen entgegen. Mal gucken, was er jetzt sagt. 27 bei 2. Oh, das, da kriegen wir keine neuen zusammen. Das wird sehr schwer werden hier. 87. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kann ich ja vorsehen, wie ich 8,70 kriege hier. 8,50. 8,60. Vertrag ist nicht sehr schön. Da haben wir jetzt weniger Geld mit als mit dem Vertrag vorher. Gut, okay, dann hoffen wir, dass wir ein paar gute Verträge kriegen. 2 Millionen machen wir damit. Naja, gut, geht schon. Geht schon, geht schon, geht schon. Aber die 1,3 Millionen, die fliegen ja raus, ne? Also die sind bald weg und dann werde ich das Feature auch runternehmen. Einfach der Freund. Ich weiß nicht, aber lass es drauf. Mache ich da was Neues? Haben wir denn hier was Schönes Neues? Maximale Anzahl der Leads erreicht. Ich sehe ja hier auch, was wir 8 Millionen suchen. Na, mal gucken. Vielleicht finden wir noch was Schönes. So, gut. Hier haben wir maximale Anzahl der Leads erreicht. Auch schon wieder bei 4,5 Millionen. Wo sind wir denn hier? Ja, 4,5 Millionen. 4 Millionen haben wir. Hm. Wie gesagt, ist denn das jetzt? YouTube ist so schlecht beim Wachstum momentan. Naja gut, da machen wir auch nicht viel für, ne? Da muss man ja auch offen und ehrlich... Oh, jetzt habe ich eine 420 weggemacht. Das ist doof. Das ist natürlich offen und ehrlich wirklich doof jetzt momentan hier. Da müssen wir vielleicht YouTube auch nochmal ein bisschen pushen. Na gut, es hat kontinuierliches Wachstum, aber naja gut, das ist halt eben relativ wenig. Also die Kurve hier, die sieht schon richtig schön aus. Gut, Steelchip auch sehr gut. Ordentlich Leistung drauf. So, jetzt können wir hier mal gucken. Ich glaube, beim Hosting konnte ich für 2500, nee, 5000 muss ich, brauche ich dafür. Und da muss ich das Gezeitenzeug erst haben. Bei den Frameworks für 2,5 kann ich Nitrosoft freischalten. Will ich das unbedingt? Weiß ich nicht, glaube nicht. Aber bei den Features kann ich was freischalten, glaube ich. Da war noch was. Genau. DDoS-Schutz für 2500. Kostet zwar ordentlich. Gibt Döns, was man denn hier einbauen muss, aber wird Witze machen, ne? Ein Hilfesystem ist auch nicht schlecht. Wie sieht denn das überhaupt aus momentan? Als Support läuft. Video-Werbung. Sonst habe ich alle, ne? Also die ganzen schönen Sachen habe ich. Das heißt also, wir könnten dann noch den Anti-Ad-Blocker, den DDoS-Schutz und ein Hilfesystem für die letzten drei. Okay, gut. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, Produktion. Was haben wir da noch Schönes? Nichts weiter. Personalabteilung. Da haben wir
Personalchef, komm, schalten wir die erstmal frei, dann ist das erstmal weg und dann ist gut. Können wir die dann demnächst einstellen, wenn wir es dann brauchen. So, gut, hier sollte ordentlich gelaufen sein. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hier rüber in die Serverfarm. Und da werde ich jetzt ein... was kostet dieses Rack, wenn ich das dupliziere? 1,2 Millionen. Ja. Das duplizieren wir mal einfach so. Die 1,2 Millionen, die werden wir jetzt... konfigurieren. Ah, hier unten können zwei Dinge nicht konfiguriert werden. Weil zu wenig von den Dingern da sind. Okay. Na gut, das sollte hoffentlich dann jetzt demnächst kommen mit der Forschung. So, das hat uns aber auf jeden Fall erstmal ordentlich weitergebracht und wir sehen, wo unsere Lücke ist, ne? Also, das ist ja genau die beiden hier unten. Da ist gerade die Lücke, aber da kriegen wir hier dann, glaube ich, 8000 dazu. Also das wollte sich ganz gut durcharbeiten. So, konfigurieren wir den hier erstmal durch. Und dann sehen wir, der fehlt noch hier. Und den müssen wir dann noch durchkonfigurieren, aber da fehlen uns noch ein paar Bauteile, aber die kommen jetzt ja rein. Die werden jetzt fleißig produziert von unseren Administratoren. Da bin ich ganz guter Dinge. Gut. Also da müssen wir dann nochmal nachgucken und dann können wir uns dann nochmal ein paar CUs hier unten dazu holen. Dann kommen wir bestimmt bei 600.000 raus, was uns dann hier natürlich auch wesentlich weniger Serverlast gibt. Aber wir gehen jetzt mal raus. Ein bisschen laut in so einem Serverraum. Das ist aber mal mit tierischem Lärm verbunden hier. So, dann gucken wir Steel Streaming. Wie sind denn da die Features jetzt aufgeteilt? 65, Chat-System hat 15. Kann ich dann noch mal da, ah, guck mal, da können wir schon wieder 10 Stück dazu kaufen. Sehr schön. Läuft doch. Dann sind wir bei 25, was sind wir bei 38%, okay. Dann gucken wir hier bei Steel Ship. Da haben wir auch noch ein Feature, welches nicht auf Standard ist, zum Beispiel dieses hier. Das kann denn noch auf Stufe 70 gebracht werden. Und dann haben wir natürlich diese Profilseite hier noch. Und da müssen wir auch nochmal ordentlich zusehen, dass wir da ein paar Punkte rankriegen. Da brauchen wir Eingabemodule. Gut, okay. Gehen wir hin. So, Zeitmaschine starten. Aber meine Server sind schon mal ganz gut unterwegs. So, habe ich denn jetzt schon wieder Systemadministratoren? Betriebssystem habe ich 8, da brauche ich 14 von. Virtuelle Hardware brauche ich auch 14 von, also müssen wir noch ein paar bauen. Okay, aber dann können wir den letzten Server dort auch durchkonfigurieren. Das ist ja schon mal schön hier mit dem Wachstum. So, was ist hier untätig? 11 Millionen, du suchst bei 13 Millionen rum. 13 Millionen können wir auch dann bearbeiten, also 12 Millionen können wir dann schon mal rausnehmen. Und hier können wir auf jeden Fall den wegnehmen. 380er erstmal noch da. So, wie sieht es hier aus? Das ist der gleiche Typi. So, wie sieht es hier aus? Da haben wir jetzt 4,5 Millionen im Anschlag. Ja, die kriegen wir auch locker bedient. Das heißt also, hier können wir dann noch 4,5 Millionen hochgehen. Und dann haben wir da den 410er. Vielleicht kriegen wir noch 420er. Man weiß es nicht. So, wie sieht es hier aus? Steel Streaming, das ist ja die Textanzeige. Halt nicht verlängern, aber da müssen wir auch gucken. Ne? 6,20 Euro ist natürlich auch schon richtig gut hier, weil wir kriegen 8,60 Euro hier gerade so raus aus dem Vertrag. Das ist ja natürlich nichts, ne? Ist ja echt nichts, ne? Mann, ey. Na gut. So, dann haben wir wieder 1 Million auf dem laufenden Konto. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Wollen wir denn schon mal wieder ein bisschen was für unsere Dings tun, annehmen, für unsere Rente tun. Wenn wir so 40 Jahre dabei sind, könnten wir einfach mal 100.000 in die eigene Rente einzahlen, dann sind wir bei 78.000. Sind wir noch arm wie die Kirchenmaus, aber die 500.000 für Durchschnitt werden wir irgendwann mal erreichen. So, gut. Also wir sind auf einem guten Weg, oder 40 Jahre haben wir noch, also sehr, sehr, sehr viel Zeit, da können wir noch sehr, sehr viele Punkte mitmachen. So, im Büro kann ich den hier, warte mal, dann schalte ich den schon mal frei, dann habe ich die Wände fürs später. Dann werden wir das hier noch alles freistellen. Ja, immer so nach und nach mal durch. Die Forscher, die machen das schon. Wir brauchen ja nachher, wenn wir, warte mal, wir gehen erstmal dahin, da mal drauf. Dann gehen wir mal hier ganz unten und werden den erstmal durchkommen. Wenn noch ein Blitzen passiert, ja, das sind, sind wir aber gut gestiegen. 634.000, das ist ja. So, nee, nicht Pause, Stopp, sondern mal auf die Weltkarte. Oh,
Mach mal den Wechsel vorher. So, dann auf die Weltkarte gucken. Weil wenn man nämlich hier dieses 1,6 Millionen Vorauszahlung, tägliches Budget 400.000. Wenn ich da täglich 400.000 installiere zum Zugang zum Fusionsframework 2020, das wird natürlich sau teuer. Aber wir müssen uns jetzt so langsam aber sicher vielleicht bei dem Büro mal hier einmieten. Und das könnte spannend werden. Das könnte noch spannend werden, aber wir werden sehen. So, warum ist hier schon eine Pause drin? Kommt das beim K-Pixel auf die Karte? Weiß ich gar nicht. Wir werden sehen. Gut. Hui. War noch was? Dass die untätig steht, finde ich immer ungünstig. Waren noch ein, ausgebildet, waren jetzt alle, ne? Wir gucken mal Personal durch. Geschwindigkeit hier, da, der kann verbessert werden. Und eine Schulung beginnen. Das ist ein Support-Mitarbeiter, okay. Da müssen wir drauf achten, falls hier irgendwo der Support jetzt so runterkracht. Nicht, dass ich den einen jetzt erwischt habe, der ganz wichtig ist. Zeit mal hier starten. Ja, lassen wir die Tage jetzt hier durchlaufen, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Und gut, da hat sich jemand krank gemeldet. Das Outsourcing ist auch bald fertig. Und dann gucken wir hier nochmal Steel Games. Ne, nicht Steel Games, da wollte ich nicht gucken. Steel Chip wollte ich gucken. Features, Profilseite. Naja, 5 gehen schon mal. Ist schon mal was. Dürfen wir denn jetzt in dem nächsten Mal auch da wieder im Rhein, dass wir hier das Optimum rausholen. Dann sind wir kurz zum Optimum, das ist ja schon mal ganz gut. So, dann gucken wir bei der Streaming-Seite natürlich nach dem Chat-System. Das müssen wir natürlich verbessern, ne? Da geht kein Weg dran vorbei. Das muss natürlich optimal funktionieren, unser Chat-System. So, da sind wir jetzt bei Stufe 39 von 40, bei 60%. Wir gucken doch mal ganz kurz auf die Feature-Liste. Wenn ich jetzt hier 60% reinbringe, dann habe ich 360 durch 4, sind wir knapp bei 90. Dann kommen wir gleich bei 70% raus. Das ist die Webseite gerade so noch gut. Das heißt, wir schalten es an. Sind wir hier bei 70% und es sieht wirklich gerade so noch gut, ja. Aber wir haben etwas, was wir natürlich jetzt mit Marketing, Bannerwerbung, das Chat-System werden wir jetzt natürlich eine Kampagne fertigstellen. Und werden das dann natürlich auch noch dementsprechend hochpushen, dass wir da, nein, machen wir mal 3000, so. Dass wir dort natürlich auch noch dementsprechenden Zuwachs bekommen. Und ich glaube, ich werde hier dann nicht, ich werde hier einen neuen Vertrag nehmen, einen 8 Millioner hier, 410 von 8 Millionen. Den werde ich hier durchklickern und versuchen, so hoch wie möglich zu verkaufen. Denn mittlerweile sind wir bei fast 9 Millionen Zuschauern. Da können wir... Ach, Zuschauern, jetzt sind wir schon Zuschauer. Siehst du wohl, es wird immer besser. So, dann machen wir den Filter schon mal auf 9 Millionen. Den nehmen wir raus hier. Den nehmen wir raus. Den nehmen wir raus. Dann haben wir hier unten 410. Da können wir 2 Stück von durchprobieren. Können wir so beim ersten nochmal verkacken. Beim zweiten können wir es gut machen. So, dann würde ich sagen, rein mit der Pause, rein in die Verhandlung, Textanzeige auf Steel Streaming, Zeitfenster dieses. Das Ganze kriegst du für 5 Tage exklusiv. Wir verhandeln das ab 8 Euro und ab 9 Euro. Senden nochmal ein Angebot hin. Da sagt er uns, 5 Euro will er uns geben bei 48%. Und dann kommen wir ihm entgegen und sagen, okay, 87 wäre noch eine Möglichkeit. Dann kommst du mir um 50 Cent näher. Naja gut, dann sagen wir 7 Euro. So, sagst du 6 Euro schon ganz schön böse? Dann sagen wir 6 Euro... Was sage ich denn? Sage ich 6,70 Euro? 6,30 Euro, noch böser. 6,50 Euro. Na dann, 6,50 Euro. 6,50 Euro nehmen wir an. So, machen wir erstmal auf automatisch verlängern. Und dann hat der Vertrag von 1,3 auf 1,5 Millionen zugelegt. Das sind 200.000 pro Monat mehr. Das macht dann pro Tag noch nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Gut, 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 gut. Ist okay. So, dann gucken wir jetzt nochmal nach dem Vertrag hier. Wie sieht der aus? Der hat 8 Millionen. Ah, der kommt nächste. Nächste, oh. Nö, den verlängern wir nochmal. Da ist nichts Tolles dazugekommen. Ist die Streaming. So, und hier bei 8 Millionen, der beginnt morgen. Den haben wir jetzt gerade durchgeklickert für 6,50. Genau. So, wie sieht es hier aus? 4,5. Ja gut, der kommt dann bald. Okay. Gut, dann würde ich sagen, geht das hier ganz normal weiter. Servernutzung ist ganz okay soweit. So, der Vertrag ist ausgelaufen. Ja, das wissen wir auch. Aber ich... Achso, warte mal, wo wollte ich jetzt nochmal? Steel Chip. Bei den Features habe ich gerade geguckt, ne?
die letzten 5 Stufen. Kriege ich sie jetzt? Nee, noch nicht. So, da fehlen mir hier ein paar und da ein paar. Ah, da, die gehen immer wieder verlustig, weil dann immer wieder andere Leute was suchen. Und dann müssen wir mal irgendwann hier auch diese Sache hochbringen, damit wir dann, ja. Wie gesagt, wir müssen unsere Server entlasten irgendwie. Das ist ganz wichtig. Und wie viele Elemente wir noch brauchen, dass das immer mal klappt. Also ich könnte, eigentlich könnte ich mal so richtig so einen Monsterauftrag machen, wo ich... Keine Ahnung, wenn das nachher 2 Millionen kostet, ich wurscht, ne? Aber so einen Monsterauftrag machen, wo ich dann wirklich mal ausrechne, wenn ich 10% verbessern will, ein Feature bei einer Webseite oder sowas. Welches ich dann selber gar nicht bediene oder so. Ja, weiß ich auch noch nicht. Oder? Vielleicht muss ich wirklich mal die Umstellung machen auf andere Produktionsart. Aber gut, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Wir haben 1,4 Millionen auf der hohen Kante. Das heißt, das ist jetzt am heutigen Tage doch durchaus mehr geworden. Wir haben auch wieder neue Verträge abgeschlossen. Unsere Webseiten laufen ganz gut, würde ich sagen. Auch auf unseren Servern läuft es noch ganz gut. Da können wir demnächst, werden wir da wahrscheinlich wieder 1,2 Millionen investieren müssen. Also nochmal so ein Rack nachkaufen. Und hier müssen wir dann so langsam auch dran denken, dass wir hier vielleicht eventuell... Bei dem, achso, hier kann ich nochmal das Feature verbessern. Kann ich nochmal 10 Punkte reinhauen? Ne, 5 Punkte kann ich reinhauen. Dann sind wir hier schon bei 68%. Aber noch ein, nee, mir geht nicht. Und Netzwerkkomponenten gehen mir aus. Na, guck mal, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber Netzwerkkomponenten gehen mir aus. Startmaschine starten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Dass mir Netzwerkkomponenten verlustig gehen. Die stellen ja die Leute hierher. Naja, gut. So, achso, ich muss meine Mitarbeiter nochmal durchchecken. Habe ich denn da jetzt irgendeinen hier, der schult? Der ist zu Hause, aber schult nicht. Du dich mal, weil... Aber der Vertrag läuft noch eine Weile, da werde ich jetzt auch nichts machen dran. So, lass dich da mal durchschulen. So, Geschwindigkeit weiterhin. So, was bist du für einer? Schulung beginnen. Outsourcing-Ausgabe von Death Whose Death ist ins Inventar geliefert worden. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Das gefällt mir doch ungemein. So. Jetzt ist da was geliefert worden für quasi eigentlich hier, die Profilseite, ne? Da müssen jetzt die 5 gehen, aber da fehlen mir jetzt die Eingabemodule, die 8 Stück. Naja gut, gucken wir mal, wie sich das denn ausnivelliert. Und wir können hier eine neue Aufgabe eigentlich verteilen. Wir können eine erstellen. Hier Requirements können wir reingeben. Wie gesagt. Ja, ich weiß es noch nicht. Also jede Einheit wird mit einer Einreichungsgebühr um 30 Euro erhöht. Was? Für jede Einheit wird die Einreichungsgebühr erhöht. Aha. So, was haben wir denn hier Schönes? Machen wir mal Eingabemodule, machen wir mal 50 Stück. Nee, 50 reichen, glaube ich. Ach, die Einreichgebühr. Ah ja, okay, dann machen wir die. Das ist eh immer gleich. Dann machen wir noch Backend-Module. Machen wir auch mal 50 Stück gleich hinterher. Machen wir so richtig so einen Monstervertrag hier. Mal Frontend-Module. Machen wir auch mal 50 mit rein. Ich glaube, da habe ich auch zu wenig von. Und Speichermodule. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was habe ich denn? Denn irgendwo wie ich hier habe ich denn am meisten Speichermodul habe ich noch 42 UI Elemente ich müsste mal gucken ich guck gleich ich mache mir mal ein Foto davon was ich wirklich brauche und dann mal einen Überblick darüber was ich wirklich brauche und dann werde ich da mal einen Auftrag anreichen damit wir da ein bisschen was kriegen was dann auch Sinn und Zweck macht oder sowas in der Art wie man das dann ausdrücken möchte so kann man jetzt hier die 5% drauf gehen ja. So, dann ist jetzt hier erstmal die Seite sozusagen durch mit allen Features und kann erstmal wachsen wieder. Und dann müssen wir dann bei Steve Streaming natürlich die Chat-Funktion, die möchte ich ganz gerne eigentlich mal wirklich hochnehmen. Aber das ist wirklich die Netzwerkkomponenten, die da richtig schlecht abschneiden. Naja, bei 71% sind wir schon. Gut, wird schon laufen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.